Wir haben eine neue Literatursendung im ORF entdeckt auf dem neuen Spartenkanal ORF 4. Und das ist wirklich eine Sendung, die mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Sie ist nämlich auch politisch korrekt. Sie heißt Verlesen. Ich möchte Sie herzlich begrüßen, liebe Lesende, hier zum Büchermagazin Verlesen, dem ersten politisch korrekten Büchermagazin im Fernsehen. Mein Name ist Dursa Blaubein, das A steht für andere Namen. Wir senden live aus der Buchhandlung Eselohr, Eselsohr, das Ohr von Esel. Wir haben heute zu Gast Vertreter von zwei Minderheiten. Sehr interessante Bücher haben Sie geschrieben. Zum einen, zu meiner Rechten, Sibylle Susanne Lavicharov. Grüße Sie, Frau Lavicharov. Frau Lavicharov gehört zur rumänischen Minderheit im überwiegend deutschsprachigen Siebenbürgen. Wampenwalzer heißt das Buch von Frau Lavicharov und ist ein Buch über Tanzen. Und es räumt mit dem Klischee auf, dass nur schlanke Menschen dürfen tanzen, ja? Frau Lavicharov. Sie haben selbst recherchiert in Tanzszene? Frau Lavicharov? Gut, Frau Lavicharov, Untertitel von dem Buch Wampenwalz ist Dirty Dancing für Dicke. Dirty Dancing für Dicke, und es hat mir sehr gut gefallen, die Analyse. Ganz zum Schluss kommt ein Satz, der wirklich voll poetischer Kraft ist. Dicke sollen tanzen dürfen, es sieht nur scheiße aus. Nicht? Das ist auch interessant, Frau Lavicharov. Hätte sie gerne mit Ihnen diskutiert, aber Sie scheinen momentan nicht in Lage zu sein. Gut, dann kommen wir gleich zu unserem zweiten Gast, heute unser zweiter Gast, meine sehr verehrten Bücherfreunde, ist ein hochinteressanter Mann. Ein Autor mit Name Gundil Vollpelz. Herr Vollpelz hat einen Text vorgelegt, ein so schönes Buch, wirklich der Text. Das Buch heißt Kleiner Mann, ganz groß. Mein Leben als Deutschlands größter Zwerg. Herr Vollpelz, Sie sind selbst kleinwüchsig und Sie sagen von sich selbst, Herr Vollpelz sagt... Sie sagen von sich, Sie sind Deutschlands größter Zwerg. Ist das richtig? Ja, korrekt. Ich bin 1,87 Meter. Damit bin ich Deutschlands, vielleicht sogar Europas größter Zwerg. Es gibt noch einen Zwerg angeblich in Kenia. Aber der lebt, erstens lebt er im Busch und zweitens ist er über 2 Meter groß. Und mit 2 Meter kann man ja wohl kein Zwerg sein. Ist ja lächerlich. Mit 2 Meter ist ja man wohl eher ein Riese. Ja, das ist hochinteressant, was Sie sagen. Herr Vollpelz, was wollen Sie trinken? Wir haben als Auswahl Gemüsesmoothie oder Heilerde. Heilerde. Heilerde, sehr gerne. Können Sie mir Ihr Glas bitte? Sagen Sie, Herr Vollpelz, ab wann ist man ein Zwerg? Offiziell bitte. Ist man Zwerg bis 1,50 Meter. Aber Sie sagen selber, Sie sind 1,87 Meter, das ist ja gar kein Zwerg, nicht? Ja, deswegen bin ich ja Europas größter Zwerg, weil ich bin ja 37 Zentimeter größer als der ohnehin schon größte Zwerg. Gut, dann kommen wir gleich zu Inhalt. Was ist Inhalt von Ihrem Buch? Kann ich vielleicht doch lieber einen Gemüsesmoothie haben? Ja. Verzeihung, gerne. Was war die Frage, was der Inhalt von meinem Buch ist? Was ist der Inhalt? Ja, was wird der Inhalt von meinem Buch sein, wenn ich kleinwüchsig bin? Was wird dann der Inhalt von meinem Buch sein? Was glauben Sie? Ja, bitte nicht aufbrausend sein. Ich kenne Buch, aber ich dachte, Sie wollen vielleicht den Zuschauern sagen, was in dem Buch drinsteht, Herr Vollpelz. Ja, was wird drinstehen im Buch, Sie Arschloch? Natürlich steht drin die ganzen Demütigungen im Alltag. Bett zu groß, Wohnung zu groß, Essen zu viel. Regenschirm zu sperrig, Socken zu lang, Sonnenschirm viel zu viel Schatten, sowas steht da drin. Es ist alles scheiße als Zwerg. Ja, Vollpelz, gut, ja, ich habe Ihr Buch wirklich gern gehabt, gern gelesen. Hier zeige ich noch einmal her, das Buch Kleiner Mann, ganz groß, mein Leben als Deutschlands längster Zwerg. Können wir vielleicht eine kleine Leseprobe haben daraus? Klar, gern, kein Problem. Danke. Die Demütigungen des Alltags. Bett zu groß, Wohnung zu groß, Essen zu viel, Socken zu lang, Regenschirm zu sperrig, Sonnenschirm zu viel Schatten, alles scheiße als Zwerg. Das war's, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte mich bei meinen Gästen bedanken. Herr Vollpelz, Frau Lavicharov. Wir verabschieden uns aus Buchhandlung Eselohr. Es verabschiedet sich Ihr sympathischer Dursa Blaubein. Das A steht für andere Namen. Wie immer am Schluss der Sendung jetzt
ein Autor und sein Lieblingswitz. Lesen Sie wohl. Eine Mutter besucht vom Land ihren Sohn in der Stadt. Und also nach 2-3 Stunden geht dem Sohn die Mutter so auf die Nerven, dass er sagt, Mutter, wann geht denn dein lieber Zug?